Einen schönen guten Tag. Detlef Rüsing ist mein Name aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Wir kommen heute wieder zu einer neuen Ausgabe unserer Serie im Gespräch. Und ich habe mir wieder einen Gast, eine Gästin eingeladen, Frau Dr. Julia Hartmann. Guten Morgen erst einmal. Guten Morgen, Herr Rüsing. Bevor wir näher auf Frau Hartmann eingehen und auf das, was sie macht, möchte ich einfach ganz kurz in unser heutiges Thema einführen. Sie wissen alle, dass herausfordernde Verhaltensweisen, insbesondere von Menschen mit Demenz, wie umherlaufen, weglaufen oder wie auch immer, genauso wie Schlafstörungen, eine riesige Herausforderung sind. Zum einen natürlich für die Person mit Demenz, eine ganz besondere, aber natürlich auch für die Umgebung, wie Angehörige, aber auch professionell pflegende Mediziner und so weiter. In diesem Zusammenhang kommt es häufig auch zum Einsatz von Psychopharmaka. Ich möchte da einmal kurz zitieren aus einer Broschüre, die auch die Frau Hartmann mit verfasst hat, nämlich 50% der Heimbewohner in der stationären Pflege erhalten mindestens ein Psychopharmakon. Davon ist ein großer Anteil, sind Antipsychotika. Das habe ich im Übrigen bei Ihnen gelernt, was wir früher Neuroleptika genannt haben. Mittlerweile offenbar sagen wir eher Antipsychotika als Neuroleptika. Jetzt Antipsychotika. Und ein anderer Teil sind Schlaf- und Beruhigungsmittel. Für diejenigen, die nicht so firm sind in den, sagen wir mal, Medikamentenarten oder insbesondere in Wirkstoffen, sage ich mal ein paar Namen. Das ist keine Schleichwerbung, denn wir werden ja kritisch mit diesen Stoffen umgehen, damit sie wissen, von was ich rede. Wenn ich beispielsweise von diesen Antipsychotika rede, rede ich von Dingen wie Haldol, Olnapan, Dipiperon. Das sind sehr bekannte, gerade in der Altenpflege, sehr bekannte Neuroleptika. Risperdal natürlich auch eins. Und bei den Schlafmitteln, Stilnox, Valium, natürlich Adumbran. Und ich kann mich erinnern, als ich doch in der Pflege war und damals Tavor aufkam, das war so etwas wie der Heilige Gral auf einmal, weil es hieß, es hat keinen, nicht so einen starken Überhang wie andere Schlafmittel. Also um solche Mittel geht es. Sowohl Mediziner als aber auch alle, die in der Pflege arbeiten, in diesem Bereich insbesondere professionell, wissen, dass all diese Medikamente auch starke Nebenwirkungen haben. Und die führen dazu tatsächlich, dass sich häufig bei Menschen, die diese Medikamente nehmen, auch die Sterblichkeit erhöht, tatsächlich die Mortalität also erhöht, aber auch überhaupt das Krankheitsbild sich verschlechtern kann, wenngleich es sicherlich, und darüber werden wir gleich sprechen, Momente gibt, in denen sie sehr sinnvoll sind und sinnvoll eingesetzt werden können. Nichtsdestotrotz ist das Ganze ein schwieriges Feld. Und ich habe mir mal drei Punkte aufgeschrieben, ich glaube, die ganz entscheidend sind bei der Gabe dieser Mittel. Und zum einen nämlich, es kommt dazu, dass Medikamentenkombinationen falsch verschrieben werden. Es kommt dazu, dass Medikamente oder Medikamentenkombinationen zwar richtig, aber zum falschen Zeitpunkt verschrieben werden, weil es vielleicht erst später möglich wäre. Und das Dritte ist ein wichtiger Punkt. Es kommt dazu, dass solche Medikamente angesetzt, aber möglicherweise nicht wieder abgesetzt werden, obwohl die Menschen es vielleicht nicht brauchen. Darum soll es heute gehen. Und Frau Dr. Julia Hartmann habe ich mir eingeladen deswegen, weil es seit dem Sommer des vergangenen Jahres eine Studie, ein Projekt gibt, das heißt mit dem Namen Decide, in dem es darum geht, um die Reduktion derartiger sedierender Psychopharmaka, aber viel mehr als das noch. Darum habe ich Frau Hartmann eingeladen. Ich möchte jetzt einmal kurz zunächst einmal Frau Hartmann selbst noch mal bitten, sich selbst einmal vorzustellen. Ja, ich bin Fachärztin für Neurologie. Bin mit meiner einen Hälfte niedergelassen in einer neurologischen Praxis mit dem, ja, einem ganz klaren Schwerpunkt auf gerontopsychiatrischen, also den Alterserkrankungen, Demenzabklärung, Demenzbehandlung, Depressionen oder andere Alterserkrankungen. Und ich arbeite überwiegend aufsuchend. Das heißt, ich gehe in die Heime rein, zu den Patienten nach Hause, wenn sie nicht mehr kommen können. Mit meiner anderen Hälfte bin ich hier am Klinikum rechts der Isar, am Zentrum für kognitive Störungen in München, als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Wir sind eine Forschungsgruppe und wir beforschen sozusagen die Versorgung von Menschen mit Demenz am Lebensende beziehungsweise im Stadium der fortgeschrittenen Erkrankung.
Okay, ja, und genau an dieser, wie soll ich sagen, an Sie sagten gerade, mit einer halben Stelle sind Sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin, jetzt lese ich es trotzdem noch einmal ab, am Zentrum für kognitive Störungen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Klinikum rechts der ISA, der Technischen Universität München. So ist es. Mein lieber Schwan, da hat aber allein der Titelgeber dafür gesorgt, dass sich das keiner merken kann oder gerade deswegen, das können wir dann, weil es so kompliziert ist. Also mit dieser Stelle, dort sind Sie sozusagen in Forschungsprojekte unter anderem involviert. Ich habe gerade in dem Vorgespräch auch gefragt, Sie behandeln dort aber auch Patienten. Also es ist nicht nur so, dass es ein reines Forschungsinstitut ist, sondern es werden dort auch Leute behandelt in diesem Zentrum. Und dieses Zentrum ist gleichzeitig Träger des Projektes DECIDE, das mit dem Namen Reduktion sedierender Psychopharmaka bei Heimbewohnern mit fortgeschrittener Demenz. Und das seit vergangenen Sommer 2020 ist das Ganze gestartet. Und zwar wird das Ganze finanziert vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Das habe ich richtig zusammengefasst, oder? Ganz genau, so ist es. Unter Leitung von Frau Professorin Diel Schmidt. Genau. Und ich habe gelesen, noch eine Projektleitung ist eine Apothekerin namens Monika Trojan, was ja auch Sinn macht, dass jemand, eine Pharmakologin und Apothekenfachfrau dabei ist, die sich tatsächlich speziell um Medikamente in diesem Falle kümmert. Ja? Genau. Und das DECIDE-Projekt hat sich sozusagen auch entwickelt aus Vorgängerprojekten. Wir haben ein großes Projekt zur Palliativversorgung von Menschen mit Demenz am Lebensende gemacht. Das ist die Epilog-Studie. Ja. Wir haben einen Ratgeber, also eine Broschüre für pflegende Angehörige entwickelt, die Menschen mit Demenz am Lebensende versorgen. Und da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, es lief bis letztes Jahr auch die Ready-Studie, genau, das habe ich auch gehört. Reduktion von Antipsychotika ging. Da kann ich vielleicht nachher noch kurz was dazu sagen. Genau. Die war im Übrigen, glaube ich, gefördert von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Ganz genau. Das habe ich gelesen. Genau, ich hatte in einem der letzten Gespräche hier Frau Jansen nämlich, mit der ich mich über die nationale Demenzstrategie unterhalten habe. Also kommen wir jetzt einfach mal zu dem Projekt DECIDE. Also die Ausgangslage ist klar, es werden unter Umständen falsche Medikamente verschrieben, das wissen wir aus der Praxis, es werden vielleicht die richtigen zur falschen Zeit oder in der falschen Kombination mit anderen Medikamenten verschrieben. Und der dritte Schwerpunkt ist der, dass womöglich Medikamente zu einem richtigen Zeitpunkt verschrieben werden und angewendet werden, aber sie nicht wieder abgesetzt werden, wenn sie unter Umständen nicht mehr gebraucht werden. Das merkt man zumal meistens erst dann tatsächlich, wenn sie denn abgesetzt werden oder wenn man es überhaupt versucht, sie abzusetzen. Davon ausgehend haben Sie diese Studie initiiert. Da wäre jetzt meine erste Frage, nämlich, ist das eine Idee von Ihnen gewesen, mit der Sie auf das Bayerische Staatsministerium zugegangen sind, gesagt haben, wir haben da eine Idee, was wir machen könnten. Hättet ihr nicht Interesse, das zu fördern und damit wir das weiter ausbauen? Oder kam die Idee aus dem Ministerium und wurde ausgeschrieben sozusagen? Nein, das ist tatsächlich eine Idee, die, ja, wie gesagt, unter Leitung von Frau Professor Diel Schmidt entstanden ist aus den Vorgängerprojekten. Mhm. Wir haben nämlich bei der Epilog-Studie auch ganz genau bei 200 Patienten im fortgeschrittenen Demenzstadium hingeguckt, welche Medikamente sie bekommen, welche Substanzen, in welcher Häufigkeit, in welcher Dosierung, sodass wir uns nochmal bewusst wurde, wie hoch die Verschreibungshäufigkeit der Psychopharmaka ist und der Fokus liegt tatsächlich jetzt bei diesem Projekt auf den sedierenden Antipsychotika und den Beruhigungs- und Schlafmittel. Ja. Die Idee ist von uns ausgegangen und wir haben, oder Frau Professor Diel Schmidt hat diese Ausschreibung dann diesen Antrag beim Staatsminister gestellt. Was ich auch auffällig fand, bevor wir in die Tiefe gehen, ist, es ist kein Ende der Studie irgendwo beschrieben. Also ich habe keinen Zeitpunkt gefunden, weder auf der Homepage von DECIDE noch an anderer Stelle, wo steht, wie lange das Ganze gefördert wird. Ich habe gedacht, vielleicht haben die Herrschaften so ein Glück, dass es kein Ende gibt dabei.
Nein, so ist es nicht. Die Laufzeit des Projekts ist 3 Jahre. Wir haben im Sommer 20 begonnen. Genau. Okay, ich hatte gedacht, naja, vielleicht haben die Bayern sich da was Gutes überlegt und haben sofort gesagt, das ist so sinnvoll, daraus machen wir ein Dauerprojekt. Da frage ich aber nachher auch nochmal nach. Nicht so. Einer der Gründe, außer dass Sie natürlich selbst auch mal auf mich zugekommen sind in anderem Zusammenhang, aber warum ich Sie heute eingeladen habe und warum ich dieses Projekt so spannend finde, ist, weil es sich bei diesem Projekt, bei dieser Studie natürlich nicht nur um eine Erfassung und eine Zustandsbeschreibung handelt, sondern eher, ich würde es jetzt mal etwas salopp bezeichnen, als eine Interventionsstudie tatsächlich auch. Zumindest ein Teil des Ganzen ist eine Intervention. Und Sie beschreiben, das haben Sie vermutlich dort auch vorliegen, ich halte das mal so in die Kamera, ach, das geht gar nicht, doch. Das sind diese Bausteine, die diese Studie hat. Und ich würde mit Ihnen gerne einfach mal diese Bausteine durchgehen oder dass Sie einfach mal beginnen, diese Studie zu beschreiben, was Sie dort überhaupt machen und was die verschiedenen Bausteine dieser Studie sind. Also im Kern geht es bei Decide, Sie haben es ja schon gesagt, darum, sedierende Psychopharmaka, insbesondere die Antipsychotika, bei Menschen mit Demenz in Heimen oder auch in Demenz-WGs in Bayern nachhaltig zu reduzieren. Genau, Entschuldigung, dass ich einmal unterbreche. Das ist nämlich auch in dem Titel steht, nämlich die stationäre Pflege. Und ich habe dann auch gelesen, dass dabei ebenso Demenz-WGs, also genau, da steht nämlich bei Heimbewohnern mit fortgeschrittener Demenz. Ja. Wenn man aber weiter reinliest, findet man, dass sie insgesamt 60, ich glaube, um die 60 Teilnehmergruppen oder sowas hatten. Und da waren eben halt auch WGs, Wohngemeinschaften. Genau, tatsächlich. Ich komme gleich noch drauf. Wir planen tatsächlich in die Heime und in Senioren- oder Demenz-WGs zu gehen, also die Site vor Ort sozusagen. Genau. Vielleicht vorweg noch, bevor ich zu den Bausteinen komme, die Site versteht sich auch oder eher als auch als groß angelegte Initiative, als sozusagen die Site möchte die breite Öffentlichkeit, also Laien und Professionelle für die Problematik sensibilisieren, möchte Wissen vermitteln, also informieren, und zwar alle beteiligten Akteure inklusive der pflegenden Angehörigen, möchte auch praktische Behandlungsleitlinien verbreiten. Also wir wollen von allen Seiten sozusagen den verantwortungsbewussten Umgang mit dämpfenden Psychopharmaka propagieren. Wer sich informieren möchte, alle Informationen zum Projekt, aber auch zu vielen Aspekten rund um Demenz, um Palliativversorgung bei Demenz, um Reduktion von Antipsychotika. Also wir haben sehr viel Informationen zusammengestellt unter der Homepage von Decide, unter www.decide.bayern. Also wer da nochmal nachlesen möchte. Da ist auch die Blume drin, die Grafik, die Sie gerade gezeigt haben. Genau. Ja, die Grafik ist quasi die Illustration der verschiedenen, ich nenne es jetzt mal Bausteine dieses Projekts. Der erste Baustein, habe ich gerade gesagt, den gibt es schon, das ist die Website mit umfangreichen Informationen zum Projekt, zum Thema. Da sind auch Literaturempfehlungen drin. Es wird Veranstaltungshinweise geben. Wir verlinken da auch zu thematisch verwandten Homepages oder zu anderen Gruppen, die ähnlich arbeiten im In- und Ausland. Und die Homepage, die richtet sich ganz bewusst an alle Akteure zum Thema. Also medizinische Laien, Betroffene, pflegende Angehörige, Pflegekräfte, Ärzte, Apotheker, Richter, Berufsbetreuer, wer auch immer. Der zweite Baustein ist eine Telefon-Hotline. Wir sind gerade dabei, eine solche Telefonsprechstunde zu etablieren. Der Gedanke dahinter ist, jeder kann anrufen mit jeder Frage rund um die medikamentöse Behandlung, also die Psychopharmakotherapie bei Demenz.
Also es ist gedacht als professionelle, fachärztliche, telefonische Beratung, die ich führen werde zu Fragen rund um die Psychopharmakotherapie. Richtet sich auch wieder an alle Betroffenen, also an alle am Thema Interessierten oder mit dem Thema Konfrontierten, pflegende Angehörige, Pflegepersonal, Ärzte, Betreuer etc. Haben Sie keine Angst, dass man Ihnen dort das Telefon, also dass es nicht mehr stillsteht? Doch, wir werden sehen. Okay, aber die ist doch nicht, online sozusagen, diese Telefonnotrufnummer oder nicht Notruf, diese Telefonnummer, das kommt noch oder die gibt's schon? Das kommt noch, ganz genau. Mhm. Natürlich müssen wir da eine Zeitvorgabe machen und sehen, wie sich's entwickelt, weil, also, ja. Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Ja, okay. Ja, ein weiterer Baustein, an dem wir arbeiten, ist die, ja, ich nenne es jetzt mal die Öffentlichkeitsarbeit. Also wir planen eine Vernetzung der Akteure, also Vernetzung aller, die sich im Rahmen des verantwortungsbewussten Umgangs mit sedierenden Psychopharmaka engagieren wollen oder das schon tun. Also auch hier wieder alle Akteure aus Pflege, Pharmazie, Medizin, regionale Alzheimer-Gesellschaften etc. Wir möchten auch eine multidisziplinäre Fachtagung machen, Vorträge halten auf Fachkongressen für Medizin und Pflege. Wir möchten publizieren in Laienmedien, in einer Fachzeitschrift für Pflegekräfte, in ärztlichen Zeitschriften etc. Geplant sind auch, sofern uns Corona wieder lässt oder in welcher Form dann auch immer, Informations-, Fortbildungsveranstaltungen, auch wieder getrennt für Pflegeärzte, Apotheker, Betreuer, zu allen Aspekten rund ums Thema. Mhm. Der Fokus soll auch auf die Verhaltenssymptome bei Demenz gerichtet sein. Es soll um Psychopharmakotherapie inklusive der Reduktion gehen, nicht pharmakologische Therapiemaßnahmen etc. Die Inhalte von diesen Fortbildungen, die gibt es dann auch auf der Website zum Abrufen. Da kann man sich dann hinterher nochmal informieren. Wir möchten natürlich auch die zentrale Rolle des Pflegepersonals thematisieren. Genau. Mhm. Jetzt haben wir in der Blume noch eine weitere Blüte, nämlich die Aufklärung der Angehörigen. Genau. Da haben wir bereits einen Flyer in, ja, ich sag jetzt mal, wir haben versucht, die Fachsprache zu vermeiden, sodass das auch für Nicht-Mediziner verständlich ist. Der Flyer heißt Beruhigungsmittel bei Heimbewohnern mit Demenz, weniger ist mehr. Den findet man auf der Webseite, wird gerade noch ein bisschen überarbeitet, wird dann wieder eingestellt sein. Der soll tatsächlich auch verteilt werden in Heimen, in Apotheken, in Betreuungsstellen, soll an Laien und Berufsbetreuer weitergegeben werden. Und zwar ist unser Anliegen, wir möchten die Angehörigen im Sinne des Konzepts der partizipativen Entscheidungsfindung, also der gemeinsamen Entscheidungsteilnahme, ermutigen, sich selbst zu informieren, ihre Vertreterfunktion wahrzunehmen, das Gespräch mit dem Arzt zu suchen, falls jemand vermutet, dass der betroffene Angehörige oder Betreute zu stark sediert wird oder ist. Auf der Website gibt es, ich habe schon gesagt, auch alle möglichen Informationen, auch an Laien gerichtet, an pflegende Angehörige gerichtet. Ja, und zum Schluss planen wir, das ist der letzte Baustein dieses Projekts, die Site vor Ort. Also die Site möchte, ich habe es vorhin schon angedeutet, in die Heime gehen, in die ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Und zwar insgesamt 60 Einrichtungen sollen bayernweit aufgesucht werden. Natürlich verteilt, ein bisschen stratifiziert nach Regionen, nach Regierungsbezirken, nach ländlich, städtisch, damit wir da keinen
nicht einseitig arbeiten. Und wir möchten im Heim für jeden Bewohner mit Demenz individuell die komplette Medikationsliste durchgehen, uns Gedanken machen, gibt es Wechselwirkungen, was könnte man optimieren, kann man Medikamente reduzieren. Und diese Empfehlungen möchten wir dem behandelnden Arzt weitergeben. Und gleichzeitig mit diesen individuellen Arzneimittelchecks erheben wir dann natürlich auch oder bekommen wir einen Eindruck und fassen das auch systematisch über die Verschreibungshäufigkeit, welche Substanzen in welchen Frequenzen, jetzt natürlich mit Fokus auf die sedierenden Psychopharmaka. Wir möchten einfach die verschiedenen Substanzklassen erfassen, auflisten und diese Übersicht kommentiert den Heimleitungen zur Verfügung stellen. Ein Jahr später möchten wir dann nochmals in diese Einrichtungen gehen und uns nochmal die Verschreibungshäufigkeit der sedierenden Psychopharmaka anschauen und somit überprüfen, ob die Maßnahmen, also ob unsere Initiative, unsere Sensibilisierung, Wissensvermittlung, Fortbildung auch in den Heimen, die wir ja machen wollen, zu einer Senkung der Verschreibungshäufigkeit letztendlich geführt haben. Dieses Projekt ist jetzt im Moment so ein bisschen nach hinten gerutscht im Zuge der Corona-Pandemie, möchten aber loslegen, sobald es aus pandemischen Gründen wieder möglich sein wird. Also das, was Sie gerade beschreiben, sind also diese ganzen Dinge, die sind im Moment in der Planung. Also jetzt sagen wir vor Ort oder Arzneimittelchecks, Jonglau, das kommt alles jetzt noch. Das kommt, genau. Also die Telefonhotline ist die wird derzeit etabliert. Mhm. Die Flyer, die Informationsbroschüren haben wir bereits gemacht. Die Homepage gibt es auch schon. Und eben der aufsuchende Teil, die Site vor Ort, wird kommen. Ich würde gern, also das hört sich alles, ich weiß nicht, wie Sie das mit so ein paar Leuten alles stemmen wollen, was Sie dort beschreiben, aber es hört sich erstmal großartig an. Nichtsdestotrotz bringt es mich natürlich dazu, also so etwas wie die, also erstmal nochmal für unsere Seher und Hörer, ich werde diese ganzen Sachen unter dem Video und in dem Blogbeitrag natürlich nochmal verlinken, dass die Leute das alles finden, all das, was wir ansprechen. Was ich mich frage ist, warum glauben Sie, also sowas wie die Priskusliste und andere Dinge, die gibt es ja schon seit Jahren. Ich glaube, die Priskusliste ist 2007 oder 2008, also wo man sozusagen die einzelnen Medikamente oder Wirkstoffe von Medikamenten aufgeführt hat und zeigt, mit welchen die sich nicht vertragen, welche man bei älteren Menschen besser nicht geben sollte und so weiter. Das ist ja auch Ärztinnen und Ärzten bekannt. Also was ich mich frage ist, warum glauben Sie, dass, wenn Sie jetzt solche Arzneimittelchecks machen und diese Checks dem verschreibenden Hausarzt, Neurologen oder wem auch immer zur Verfügung stellen, dass sich das dadurch ändert? Also das, was Sie den Leuten erzählen werden, ist ja kein Geheimwissen. Also da kann man ja drankommen, wenn man das haben will. Ich kenne das aus der Pflege auch. Viele Dinge werden in der Praxis nicht gemacht und die sind ja nicht geheim. Wir wissen an vielen Stellen, wie es geht und wie es gehen müsste. Also was glauben Sie, warum ist es weiterhin so eine Problematik, dass falsche Medikamente zu falschen Zeiten, ist das wirklich eine Frage von, dass die niedergelassenen Ärzte, Neurologen und so weiter nicht genügend wissen oder woran liegt das? Ja, uns geht es schon darum, einfach nochmal zu sensibilisieren, es bewusst zu machen, dass es gerade im Hinblick ältere Menschen haben ja oft sehr viele Medikamente. Ab einer Zahl von 5 verschiedenen Medikamenten werden die Wechselwirkungen ja auch schier unübersehbar. Das kann man mit bloßem Auge sozusagen auch gar nicht mehr ganz einfach erfassen, sodass wir tatsächlich dann auch in Datenbanken gehen wollen und Wechselwirkungschecks auch abrufen wollen. Also um damit mögliche gefährliche Interaktionen zu entdecken, die vielleicht auch im Alltag unter Zeitdruck einfach verloren gehen würden sonst.
Gehen wir nochmal zum zweiten Problem. Sie beschreiben ja auch in Ihren Flyern und in dem, was ich auf der Homepage gefunden habe, dass manche Medikamente unter Umständen richtig sind, aber erst als Mittel letzter Wahl gegeben werden. Gerade insbesondere bei Schlafstörungen beispielsweise. Wir gerade aus der Pflege und auch aus der Ergotherapie kennen ja viele sogenannte nicht-medikamentöse Therapien. Ich immer frage natürlich, ob das immer alles Therapien sind, aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber nicht medikamentöse Maßnahmen, die unter Umständen das Schlafen erleichtern, die Unruhe erleichtern. Oder wenn es einem Demenzerkrankten in einem Raum nicht gefällt, dann kann man es nicht sozusagen als intrinsisches Symptom der Demenz erklären, wenn derjenige aufsteht und den Raum verlassen will. Ja, wenn es da gruselig ist, würden wir ja auch abhauen. Also was ich mich frage, ist, kennen Mediziner ihrer Erfahrung nach solche nicht medikamentösen Therapien? Ja, natürlich. Also auch jede Leitlinie zur Behandlung neuropsychiatrischer Symptome weist ja explizit darauf hin, dass Antipsychotika nicht die erste Therapie sind. Und dass man eben, wie Sie sagen, zuerst die veränderbaren Gründe finden soll und dann auch nicht medikamentöse Maßnahmen einsetzen soll. Und wir wissen ja auch, dass diese Maßnahmen die Symptome ähnlich gut lindern wie Medikamente. Ja. Wir wissen auch, die können auch ärztlich verordnet, werden auch teilweise von den Krankenkassen erstattet. Und dennoch haben wir den Eindruck, dass in Deutschlands Heimen die Empfehlungen schlecht umsetzbar oder manchmal schlecht umsetzbar sind. Ja. Diese Maßnahmen vor allen Dingen Zeit erfordern. Und diese ist, Stichwort Pflegenotstand, bekanntermaßen in Deutschlands Heimen sehr knapp. Aber können wir dann was ändern? Also, oder müssten wir dann nicht die Rahmenbedingungen ändern, anstatt zu sagen, also wenn jetzt Medikamente gegeben werden, damit jemand schläft, weil niemand aus der Pflege in der Lage ist, sich vielleicht an das Bett zu setzen und eine Geschichte vorzulesen. Und stattdessen geben wir dann Medikamente, weil keine Person da ist. Dann würden Sie in Ihrer Studie aufdecken, also man müsste dort kein Medikament geben. Mhm. Aber dadurch ist ja immer noch keiner da, der sich an das Bett setzt, oder? Das ist richtig. Aber mein Eindruck ist schon auch, oder unser Eindruck, dass auf diese nicht-medikamentösen Therapien gar nicht genügend Wert gelegt wird. Ja, vielleicht muss man einfach noch mal sensibilisieren und schulen, Fachkräfte, Fachärzte, alle Beteiligten. Vielleicht muss man es einfach nur noch mal auch vor Augen führen. Ja. Wissen Sie, ich habe mich sehr intensiv mit dem, was ich gefunden habe über die Decide-Studie, nochmal beschäftigt. Und es gibt ja nichts an der Decide-Studie, wo man sagen würde, da habe ich was dran auszusetzen oder das ist keine gute Idee oder so. Das stimmt. Was mich stutzig macht, ist etwas, was in meinen Augen fehlt. Wenn man überlegt, dass Ärzte und Ärztinnen in die stationären Pflege kommen, wir haben ja keine Heimärzte mehr, ja, also die kommen von außen rein, gehen rein und sind davon abhängig, was Pflegende oder in der Häuslichkeit, was Angehörige ihnen berichten, wie sich eine Person mit Demenz verhält, wie welche herausfordernden Verhaltensweisen auftauchen, was man vielleicht schon probiert hat und was man nicht probiert hat und so weiter. Sehen Sie, mein Eindruck ist häufig, dass das eher ein Kommunikationsproblem ist. Ja. Mhm. Und dazu habe ich, oder ich habe nicht richtig geguckt, in Ihrer Intervention sozusagen nichts gefunden. Also Sie sprechen von Fort- und Weiterbildung. Ich glaube, dass Pflegende ganz viel wissen über nicht-medikamentöse Therapien. Ich glaube, wie Sie selber sagen, dass Ärzte wissen in der Regel, welche Medikamente sich nicht mit welchen vertragen, wann man welche geben soll. Was ich nicht glaube, ist, dass diese beiden Disziplinen auf Augenhöhe zusammenarbeiten, egal in welchem Setting, noch viel weniger, wenn es sich um Angehörige handelt und Medizin an der Stelle. Mhm. Und da habe ich gedacht, als ich all Ihre Maßnahmen gelesen habe, man müsste doch eigentlich diesen Punkt noch mit ins Auge nehmen, also eher eine Ergänzung. Ich meine, Sie haben sowieso schon genug zu tun, aber eher eine Ergänzung Ihrer Studie zu sagen, wir brauchen etwas, wo wir an der Kommunikation zwischen den Gruppen arbeiten, oder? Wie sehen Sie das? Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den ich mir auch gleich notiert habe, damit wir ihn vielleicht in unsere Schulungsmodule
aufnehmen können. Das Projekt Decide ist ja jetzt eher, also klar, wir erfassen die Verschreibungshäufigkeiten, das ist die Studie sozusagen im engeren Sinn, aber wir verstehen uns schon auch als Offensive, als Initiative zur Sensibilisierung. Und da ist das Thema der Kommunikation auf Augenhöhe tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges. Ja. Ist auch wieder das Thema Zeit natürlich. Natürlich, aber es ist tatsächlich so, letztlich sind ja Pflegende am nächsten dran. Das heißt, wenn ein Mediziner, und sind ja die Mediziner, die die Medikamente verschreiben, etwas verschreibt, kann er oder sie das ja nur auf der Basis der Schilderungen von Pflegenden oder von Angehörigen tun. Ja. Oder zumindest, das wird vielleicht noch vergessen, von den Personen selbst. Denn auch viele Demenzerkrankte können noch befragt werden, wie es ihnen geht. Mhm. Das wird ja auch noch häufig vergessen, nicht? Also, und insofern ist genau diese Kommunikation untereinander. Und das meine ich gar nicht nur gegenüber Ärzten. Ich komme ja aus der Pflege, das sehe ich ebenso gegenüber Pflegenden. Ja, also ich muss natürlich auch ein Inventar haben an Sprache, mit dem ich mich auch tatsächlich dementsprechend äußern kann. Das heißt, ich brauche im Grunde auch ein gerontes psychiatrisches Fachinventar als Pflegender, um auch beschreiben zu können, was ich gesehen habe. Aber das braucht es natürlich auch ein Gegenüber, was sich das auch tatsächlich dezidiert anhört, was ich zu beschreiben habe. Und ich brauche, das vermisse ich immer wieder, wenn ich in die Heime gehe und eine Verlaufsbeurteilung haben möchte, dann bin ich immer sehr daran interessiert, den gleichen Ansprechpartner oder die gleiche Ansprechpartnerin zu haben. Ja. Weil gerade solche Verhaltenssymptome wie Aggressivität auch auf Seiten der Pflegenden ganz unterschiedlich empfunden werden. Ja, natürlich. Eine Pflegende erzählt mir, sie hält es nicht mehr aus und so geht es nicht weiter, sie müssen was tun. Und die andere sagt, ja, wieso? Kann er ja, es war mein Fehler, ich muss mich da, ich war bin zu eher. Also das Empfinden auf der anderen Seite ist auch sehr individuell, sehr unterschiedlich. Und das aber das ist genau der Punkt, warum wir natürlich weiterhin in der Pflege dazu kommen müssen, mit entsprechenden Assessments zu arbeiten, mit pflegerischen Assessments, um Beobachtungen auch zu objektivieren, die es ja auch gibt, wo wir dann aber wieder beim Punkt Zeit angelangt sind und all diesen Dingen. Also das ist dann halt die Frage. Ich hätte noch einen Vorschlag für Sie, nämlich für Fortbildung, die Sie machen sollten. Das wären sowas wie gemeinsame Fallbesprechungen von, also multidisziplinäre Fallbesprechungen, halte ich für das entscheidende Instrument. Und ich weiß nicht, inwieweit Sie sich sozusagen in den Standards der Pflege auskennen. Das DNQP, also unser Zentrum ist ja Teil des DNQP, des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege, die also die Standards für die Pflege machen. Und die haben natürlich zum Beispiel in dem gerade erschienenen oder im letzten Jahr erschienenen Standard zum Umgang mit Demenzerkrankten die Fallbesprechung sozusagen in den Mittelpunkt des Ganzen der pflegerischen Auseinandersetzung, und zwar auch die multidisziplinäre Fallbesprechung mit Medizinern gemeinsam, mit Pflege, mit Angehörigen, mit Ergotherapeuten. Und ich glaube, das ist wieder noch ein Schritt in Richtung Kommunikation, den wir einfach brauchen. Wir brauchen einfach, dass diese Gruppen auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Und da sehe ich uns noch ganz weit weg an der Stelle. Wobei die Fallbesprechungen, ich bin auch Palliativmedizinerin, die finden ja statt in den Heimen, als palliative oder auch als ethische Fallbesprechungen am Lebensende. Das funktioniert ja sehr gut und ist sehr segensreich. Palliativ ist aber auch tatsächlich dort wieder ein Sonderfall, so wie auch viele gemeinsame Fallbesprechungen in der Psychiatrie, in der ausgeschriebenen Psychiatrie viel besser funktionieren als in Pflegeheimen, wobei man ja eigentlich weiß, dass jedes Pflegeheim eine gerontopsychiatrie Psychiatrie ist im Grunde. Ja. Aber trotzdem ist es halt anders und es gibt keine Psychiatriezuschläge und in der Palliativmedizin wird natürlich auch nochmal ganz anders honoriert, auch solche Besprechungen ganz anders honoriert. Mhm. Ja, bei uns geht es darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Finde ich wunderbar. Sie sagten, in 3 Jahren haben Sie für die Studie, wissen Sie, es ist ja gerade die nationale Demenzstrategie, da habe ich mich ja sehr intensiv, mit Frau Janssen drüber unterhalten und habe mich damit auch mit Frau Rohrer als Demenzbetroffene unterhalten, langes Interview gemacht in dieser Serie. Und was ich mich frage, ist ja, das, was Sie dort in Bayern probieren, ist ja sozusagen, also es wäre ja verschenkt, wenn man das nur für Bayern denken würde. Gibt es Verbindungen
zum Beispiel zur nationalen Demenzstrategie, denn dort soll doch Exzellenzforschung gefördert werden, da soll es Geld dafür geben. Gibt es dort schon Verbindungen? Weil das die Idee, die Sie haben, das so zu machen, und einige dieser Bausteine hat es ja auch in anderen Projekten schon mal so oder in ähnlicher Art und Weise gegeben. Gibt es die Idee, dass sozusagen über Bayern hinaus unter so einem Dach wie der nationalen Demenzstrategie, weil ja der Psychopharmaka-Missbrauch, so nenne ich es jetzt mal, ein großes Problem ist, das daran anzudocken? Die Idee gibt es natürlich und wir sind immer auf der Suche auch nach Synergien und Weiterentwicklungen, die Idee auch zu distribuieren. Also da werden wir sicherlich dranbleiben im Rahmen des Projekts. Weil das wäre auch gerade, wenn Sie von Vernetzung sprechen an der Stelle, dann hätte ich habe noch ganz viele Fragen, aber ich stelle mal erstmal nur noch eine ganz despektierliche. Sie haben die Medizin dabei und Psychiatrie, Sie haben die Pharmakologie dabei. Ein großer Teil des Ganzen ist ja eben die Pflege. Warum? Es gibt doch in Bayern bestimmt gute Pflegewissenschaftlerinnen und Pflegewissenschaftler. Warum sind die nicht Teil dieser Projektplanung oder dieses Projektes? Also wir sind ja hier Psychiater und haben das Projekt in Kooperation mit den Pharmazeuten und mit Frau Trojan im Hause aufgesetzt. Aber wir werden natürlich die Heime, auch Heimleitungen, Pflegewissenschaftler mit in unsere Netzwerkarbeit aufnehmen und kontaktieren, Zug um Zug. Das Ganze ist ja Work in Progress sozusagen. Also ich glaube einfach, dass Sie, also wir sind uns jetzt, glaube ich, ziemlich einig an der Stelle, dass viele, also dass es häufig nicht um, sagen wir mal, nicht vorhandenes Wissen geht, sondern tatsächlich um Umsetzung und um Implementierung. Und ich glaube, im ganz Besonderen tatsächlich um Kommunikation zwischen den verschiedenen Gruppen. Genau. Ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist. Ja, und ich hatte es eingangs ja schon gesagt, wir möchten tatsächlich alle Player in diesem Gebiet aus ganz verschiedensten Berufsgruppen mit einbeziehen. Ja, natürlich. Okay. Gibt es schon erste Reaktionen auf Ihr Decide-Projekt, Ihre Decide-Studie? Haben sich schon Leute dazu geäußert oder gibt es schon erste Ergebnisberichte Ihrer Überlegungen, außer dem, was man auf der Homepage findet? Nein, Ergebnisberichte gibt es noch keine. Dazu ist das Projekt zu jung und zu sehr im Entstehen erst. Aber unser Eindruck ist schon, die Reaktionen sind überall sehr positiv, sehr, ich möchte fast sagen, enthusiastisch, wenn man mit diesem Thema kommt. Es war ja anfangs auch in einer Pressemitteilung in verschiedenen Medien zu lesen. Da gab es sehr viel Feedback von Lesern, auch auf den sozialen Medien. Also wir haben schon den Eindruck, das ist ein Thema, was bewegt. Ja, natürlich, total. Ja, es ist ein extrem wichtiges Thema. Es ist auch, ich kann das sagen, also auch in der Pflege ein unglaublich wichtiges Thema, wo auch zum Teil einfach auch wenig Wissen da ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass insbesondere auch in der stationären Altenpflege sehr viel ungelernte Kräfte arbeiten an dieser Stelle. Nicht? Und auch da müssen wir einen Weg finden. Ich habe mich auch gefragt, wenn Sie von Ihrer Homepage, die Sie dafür für das Decide-Projekt erstellt haben, sprechen. Wir machen ja nun auch so eine Arbeit. Ich stelle es mir unglaublich schwer vor, eine Homepage zu machen, die für all diese Zielgruppen da sein, also die Informationen für alle Zielgruppen haben sollen, die Sie in Ihrem Projekt beschreiben. Also, oder wäre es vielleicht sinnvoller, speziell für bestimmte Berufsgruppen Informationen aufzuarbeiten? Ja, also wir werden auch die Homepage ist ständig in Arbeit und Überarbeitung. Wir planen da schon auch Informationen jetzt sind wir wieder bei der Kommunikation, in verschiedener Sprache zu etablieren, einfach damit es von den verschiedenen Adressaten auch verstanden werden kann. So ist jetzt der Flyer. Wobei ich ja der Überzeugung bin, dass es, das ist zwar mühevoll, aber dass man so etwas wie eine gemeinsame Sprache entwickeln kann, die nicht an Tiefe verliert und trotzdem sozusagen nicht eine exklusive Sprache einzelner Disziplinen ist. Die Pflege und Pflegewissenschaft wollte das ja alles mal ganz anders machen und geriert sich mittlerweile auch sehr exklusiv. Also insofern
können wir da sozusagen voneinander lernen und könnten ja vielleicht auch gemeinsam versuchen, so etwas wie eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Ich bin überzeugt davon, dass es geht. Frau Hartmann, noch irgendwas, was Sie unbedingt zu Ihrer Studie noch sagen möchten oder was Sie sonst unbedingt sagen möchten? Ich glaube, jetzt habe ich schon im Wesentlichen, im Wesentlichen habe ich das Projekt jetzt ja beschrieben, was wir machen oder was wir planen zu tun. Vielleicht noch ein paar Worte zu dem Wort Deprescribing. Also das ist ja eine Vokabel, die sich vom Englischen to prescribe ableitet, so ein bisschen das englische Wort für das Verschreiben von Medikamenten. Ja. Gedacht ist bei dem Begriff Deep Prescribing eben die Verringerung der Zahl von Tabletten in höherem Alter. Und es gibt eine Reihe von wissenschaftlichen Studien, die mal geguckt haben, kann man Antipsychotika bei Patienten mit Demenz reduzieren? Und die meisten Absetzstudien kommen tatsächlich zu dem Schluss, dass man unter bestimmten Voraussetzungen kontrolliert ausschleichen, also damit meint man das schrittweise Absetzen von Antipsychotika ohne Nebenwirkungen machen kann und auch ohne, dass die Verhaltenssymptome wieder auftreten. Und in vielen Ländern, zum Beispiel in Kanada, gibt es bereits klare Handlungsempfehlungen zum langsamen Ausschleichen. In Deutschland bisher noch nicht. Mhm. Wir möchten, ich habe es eingangs schon erwähnt, unsere Erfahrungen aus einem Vorprojekt der READY-Studie verwenden, um solche Handlungsempfehlungen zur Reduktion von Antipsychotika zu entwickeln. Mhm. Die READY-Studie da ging es auch um die Reduktion von Antipsychotika bei Heimbewohnern mit Demenz und Alzheimer-Gesellschaft gefördert. Sie haben es ja gesagt. Genau. Da waren meine Kolleginnen in den Heimen und haben eine Studie gemacht mit dem Ziel, die Dosis der Antipsychotika zu verringern oder gar ganz abzusetzen. Und man wollte auch gucken, inwieweit die behandelnden Ärzte diese Reduzierungsempfehlungen umsetzen oder aus welchen Gründen das auch nicht möglich war. Und man wollte natürlich sehen, inwieweit die Betroffenen von dieser Reduktion profitiert haben. Die Studie musste leider wegen der Corona-Pandemie vorzeitig beendet werden. Ja. Dennoch möchten wir die Erkenntnisse, die wir bislang da gewonnen haben, in die Entwicklung von Handlungsempfehlungen einfließen lassen. Wunderbar. Also wir vom Dialogzentrum nehmen gerne von Ihnen Dinge auf und sozusagen bringen die auf unserem Blog und auf unsere Publikationsmöglichkeiten, die wir haben, dass wir auch da Ihnen da, das ist ja etwas, was in unser aller Interesse ist. Also das Ganze will ich anders sagen. Mhm. Jetzt frage ich Sie zum Schluss noch einmal vor laufender Kamera etwas, können wir ja nachher rausschneiden, wenn Sie so antworten, wie es mir nicht gefällt, aber ich frage Sie trotzdem. Wir haben ja bei uns im Dialogzentrum gegründet, Mitte letzten Jahres, die Dialogakademie und machen dort selber Fortbildung. Hätten Sie Interesse für unsere Hörer, eine dreistündige Online-Schulungen für Pflegekräfte für Psychopharmaka zu machen und wie ich am besten beobachte. Natürlich, darum geht es uns ja, klar. Genau, dann würden wir nach diesem Gespräch da nochmal drüber sprechen und über Termine sprechen, weil mir geht es genau auch darum, dass wir die Menschen eben halt auch zusammenbringen. Es gibt viele Pflegende, die dort Wissenslücken haben, aber auch andere, die dort eine Menge wissen, aber denen keiner zuhört und vielleicht können wir daraus zunächst erstmal online über Zoom eine Fortbildung gestalten, relativ kurzfristig. Und ich glaube, dass das da ein großes, großes Interesse geben wird. Klar, sehr gerne. Gut, dann möchte ich unser Interview abschließen mit einer Kollegin von Ihnen, die Sie sicherlich kennen, und zwar von Frau Petra Thürmann, ein Zitat aus dem Pflegereport von Schattauer. Die schreibt: Viele Psychopharmaka werden als potenziell inadäquate Medikation für ältere Menschen gesehen, deren Einnahme mit einem erhöhten Risiko für Morbidität und Mortalität assoziiert ist. Die Gabe von Benzodiazepinen wird in der aktuellen S3-Leitlinie Demenzen und auch internationalen Empfehlungen als letzte Option bei Schlafstörungen gesehen.
Für Antidepressiva besteht nur wenig Evidenz und Neuroleptika sollten nur zeitlich begrenzt eingesetzt werden. Also genau das, was Sie beschreiben. Und sie schreibt dann, es existiert eine Diskrepanz zwischen den restriktiven Anwendungsempfehlungen dieser Medikamente und der tatsächlichen Verordnungsprävalenz. Und ich denke, genau da dockt Ihr Projekt Decide an und präsentiert den Leuten eine Möglichkeit, wie man damit umgeht. Was ich eben halt bemerkenswert finde, ist vor allen Dingen das, was Sie als Decide vor Ort beschreiben, dass Sie sich also wirklich trauen wollen, in die Einrichtung reinzugehen und sich dort auch mit Kolleginnen und Kollegen von Ihnen auseinanderzusetzen, was bestimmt nicht immer einfach sein wird, wenn Sie denen Ratschläge geben, wie Sie es doch besser machen sollten. Zumindest wir in der Pflege haben da manchmal Probleme mit, wenn andere uns raten wollen, wie es denn machen. Frau Hartmann, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Das war großartig, dass Sie zur Verfügung standen und was Sie uns berichtet haben. Wir würden gerne oder ich würde gerne mich mit Ihnen noch mal unterhalten, wenn das Decide-Projekt, die Studie weiter vorangeschritten ist, vielleicht in ein oder anderthalb Jahren, wenn Sie erste Ergebnisse haben. Der Blog des Dialogzentrums wächst und wächst. Das heißt, wir haben eine Menge Zuhörer und Zuschauer mittlerweile, die sich bestimmt dafür weiter interessieren. Wir hoffen, dass wir etwas dazu beitragen können. Liebe Seher, Hörer, das Ganze wird ja auch nochmal als Podcast ausgestrahlt in unserem Podcast Wissenstransfer. Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zusehen. Demnächst wieder auf unserem Blog www.dzla.de. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Rösing.